Ich grüße euch alle. Ich habe eine Frage gestellt bekommen vom Scheheras und möchte heute per Video darauf antworten. In der Frage geht es darum, ob das Yoga als Anti-Aging-Mittel helfen kann. Das heißt, ob das Yoga die Gesundheit und die Jugend länger aufrechterhalten kann. Das ist tatsächlich so, sogar wissenschaftlich bewiesen, dass manche Yoga-Übungen auf die Gesundheit und auf die Jugend wirken. Zum einen sind es Übungen, die also durch nach vorne beugen gemacht werden, zum Beispiel der herabschauende Hund oder die Paschimottana Asana, also der Sitz auf dem Boden mit dem Kopf nach vorne geneigt, wo wir den Körper zusammenlegen. In diesen Übungen und Yoga-Posen strecken wir unsere Faszien. Wir haben eine große Faszie, die mit einem, so einer Sehnenkappe der Schädeloberfläche beginnt. Mit der Aponeurotika heißt die. Und wenn wir nach vorne beugen, strecken wir diese Sehnen und entsprechend die ganze Faszie, die am Rücken verläuft und auf der Rückseite der Beine bis zu den Achillessehnen verläuft. Das dehnt und streckt natürlich auch die Gesichtsmuskulatur. Das heißt, die Falten verschwinden dadurch und man schaut jünger aus. Tatsächlich gibt es einen Fall, wo in Moskau eine Yogalehrerin damit beworben hat, weil sie mit 60 wie eine 40-Jährige ausgeschaut hat und hat dann damit beworben, hat auf ihr Plakat drauf geschrieben, wenn du mit 60 so aussehen möchtest wie ich, dann komme zum Yoga. Zum anderen wirkt das Yoga natürlich auf unseren Hormonhaushalt, harmonisierend dementsprechend. Wir haben jetzt keine Übungen, die übermäßig belastet sind, wie beim Hochleistungssport. Wir haben sehr viele Drehübungen, Übungen, wo wir den Körper halt zusammenlegen auch und dementsprechend auch um die Achse der Wirbelsäule verdrehen. Das drückt und massiert bestimmte Drüsen, die Hormone produzieren. Das heißt, wenn der Hormonhaushalt aus dem Gleichgewicht gerät, kann man den Hormonhaushalt mit Hilfe von Yoga-Praktiken, von Yoga-Asanas in Ordnung bringen, was auch unsere Gesundheit und unsere Jugend länger aufrechterhält. Genau. Dann war in der Frage noch eine Anmerkung, ob man Vitamine nehmen soll, also mein Bezug zu Nahrungsergänzungsmitteln. Ich denke, jeder Mensch ist anders, jeder ernährt sich anders und jeder lebt in einem anderen ökologischen System. Wenn der Mensch in der Großstadt lebt und halt vitaminarme Nahrung zu sich nimmt, auch wenn sie vom Supermarkt ist, auch wenn sie vom Bauernhof ist und auch wenn das Bio-Nahrungsmittel sind, heißt es noch lange nicht, dass viele Vitamine oder Nährstoffe drin sind in dieser Nahrung. Dann kann es schon sein, dass man Vitamine zu sich nimmt, aber ich würde empfehlen, falls man dazu greift, es beschränkt zu tun, vielleicht 2-3 Wochen, höchstens mal einen Monat, dann wieder diese Sachen abzusetzen. Wenn man das über längere Zeit nimmt, gewöhnt sich der Körper dran und verlernt es, die Vitamine aus den Nahrungsmitteln zu entziehen. Zum anderen ist es noch so, es ist auch wissenschaftlich bewiesen oder medizinisch bewiesen, dass der Körper, also unser eigener menschlicher Körper, alle Vitamine und Nährstoffe selbst herstellen kann. Man muss dem Körper aber die Zeit lassen, die Möglichkeit dazu lassen. Und wenn man den Körper jetzt mit Vitaminen, die man von außerhalb nimmt, überschwemmt, dann verlernt der Körper oder verliert er diese Möglichkeit und Fähigkeit. Wie gesagt, wenn man jetzt hin und wieder den Körper entlastet durchs Fasten, wenn man dem Körper Zeit gibt, viel Ruhe gibt, dann kann er selber die Nährstoffe herstellen. Dementsprechend muss man auch gucken, dass man qualitativ gute Nahrung zu sich nimmt und sich ausgewogen ernährt. Damit meine ich auch, dass man sich jetzt nicht über den Winter, also man muss sich saisonal auch ernähren, dass man jetzt nicht über den Winter nur rohes Obst isst und rohes Gemüse isst, dann kühlt der Körper zu sehr ab, was langfristig auch mehr schwerwiegende gesundheitliche Folgen nach sich ziehen kann, also negative gesundheitliche Folgen. Also man muss sich dementsprechend auch dem Klima gerecht ernähren. Gut, und zum Schluss war auch eine Frage, wann man sich ernähren sollte, zu welcher Tageszeit. Es ist natürlich so, wenn man die letzte Mahlzeit am Tag zwischen 18 und 19 Uhr zu sich nimmt, wird diese Mahlzeit oder das Gegessene trotzdem erst in der Früh fertig verdaut, also in den Morgenstunden. Und danach kann sich der Körper reinigen bis zum Mittag. Es ist natürlich zu empfehlen, eher früher zu essen, damit man mit einem leeren Magen ins Bett geht, damit der Körper schafft, das gut umzusetzen und sich vormittags auch zu reinigen. Natürlich lebt
hier jetzt auch wieder jeder Mensch so ein anderes, wie soll ich sagen, ein anderes Tagesprogramm. Manche arbeiten Schicht, manche arbeiten halt nur bestimmte eine Schicht und müssen sehr früh aufstehen, sehr früh ins Bett gehen. Manche haben Spätschicht, wo sie dann um 10 Uhr erst essen können oder starken Hungergefühl haben. So als Richtlinie, wenn man nach 19 Uhr etwas essen muss, ich sage bewusst muss, weil es halt vom Tagesablauf nicht anders funktioniert, sollte man mindestens 2 Stunden warten, bis man ins Bett geht. Wenn man voll gegessen ins Bett geht, ist es natürlich so, dass die Nahrung dort zu gären, zu faulen beginnt und das den Körper verschlackt und verdreckt, was den Körper auch schnell altern lässt. Und um auf die erste Frage zurückzukommen, Yoga wirkt natürlich auch entschlacken durch die Körperübungen, Asanas, durch die Atemübungen. Und je reiner der Körper ist, desto jünger ist er auch dementsprechend. Also so eine Detox-Variante oder so Detox-Aspekt ist im Yoga auf jeden Fall vorhanden. Deshalb ist meiner Meinung nach und Meinung von anderen vielen Yoga-Lehrern so, dass das Yoga auf alle Fälle also Anti-Aging Wirkungen hat. Ja, probiert es selber aus. Dementsprechend muss man aber auch mindestens 2-mal in der Woche praktizieren, über mehrere Jahre praktizieren. Es hilft jetzt nichts, einmal in den Yoga-Club zu gehen oder sich nur ein 10er-Abo zu kaufen und zu denken, dass man jetzt dadurch jünger wird. Es ist natürlich ein langer Prozess, ein stetiger Prozess. Und ja, nur Fleiß bringt dann die Erfolge. Also bleibt fleißig, bleibt dran, praktiziert weiter Yoga und ihr werdet auf alle Fälle die positiven Resultate mitnehmen können. Danke, bis zum nächsten Mal.